die Banken! Rettet die Banken, nicht die Menschen! Ich möchte euch auffordern... Moment. Ich habe einen Freund, der völlig verarmt ist. Hier ist ein Foto von ihm. Und ich möchte euch dringend aufrufen, Geld zu spenden. Mein Freund Josef Ackermann, der sitzt auf der Straße, weil er kein Geld hat. Und ich möchte wirklich euch dazu aufrufen, bei mir heute Geld abzugeben. Das ist mir ganz sicher. Der hat sein Leben lang gearbeitet. Ihm verdankt ihr alles, euren ganzen Reichtum. Genau. Jetzt geht mal endlich was zurück. Kein Fortschritt ohne Banken. Kein Fortschritt ohne Banken. Rente mit 85. Also Rente Banken, mit 87. Nee, mit 88. Wer war's denn nun? Naja, ich sag mal, wer es schafft, 88 zu werden, der kann ja mit 88 in Rente gehen. Genau. Die anderen mit 87. Und überhaupt, alle Welt redet nur von Liebe. Was ist das überhaupt? Ein chemischer Prozess. Hier, Geld. Das ist was zum Anfassen. Ja? Das ist was zum Lieben. Damit, das ist was zum Liebhaben. Man kann damit kuscheln. Ja, wenn man ganz viel davon hat. Und überhaupt, Leute, ihr müsst mehr einkaufen. Heute zum Beispiel, am Sonntag. Verkaufsoffener Sonntag. Aber nein, ihr steht hier alle rum und hört hier diesen asozialen Pump zu. Statt einkaufen zu gehen, ist ja schließlich genug Geld für alle da. Ja? Natürlich vermehrt sich das Geld nur, wenn er mir das gibt. Ich mache da was draus. Wie man sieht, ich habe schon so viel Geld. Oh ja, hat jemand was abgerissen. Leute, so geht es aber nicht. Danke. Investitionen, Rüstung und Polizei. Das ist für Josef, mein Freund. Okay. Josef Ackermann kann nur von eurem Geld leben. Also nicht vergessen. Er fährt auch noch was. Ja, danke. So muss es sein. Wo bleibt das andere von euch hier? Es sind so viele Menschen ringsherum. Verdammt. Ist das alles? Du siehst auch so aus, als wenn du ganz viel in der Tasche hast. Warum gibt ihr mir das nicht? Da muss ein einzelner Mensch für alle hungern, nur damit es euch gut geht. So geht's nicht.